Hallo, wir machen weiter mit Mafia 3 nach der letzten Runde, nach dem Fail. Jetzt darf ich wieder hier anfangen. Juhe! Glück ist nicht so weit. Das ist wahrscheinlich auch gut, wenn der Abhörkasten nicht. Ui, anzapfst. Zeigt es den Glied schlecht an. Also, auf ein neues. Ja, hier werde ich fasten. Machen wir das mal jetzt. Mal schauen, ob das einen Einfluss hat. Geschnappt. Auf. Geht. Er ist ein alter Hund, aber Enzo ist ein zuverlässiger Kerl. Er und Vulcano kennen sich schon ewig. Der Typ ist noch vom alten Schlag. Wir haben nicht das Geringste. Dun, 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 dun. So schräg, jetzt sind sie wieder weg, da ist der vorher einer gestanden. Die spawnen oft mal, wenn ich... Hier war doch einer gewesen, letztes Mal. Ganz schräg. Schräg, schräg, schräg. Sobald ich es betrete... Spawnen die wahrscheinlich erst richtig. Also zeigen tut sie jetzt kennen. Sind die jetzt alle her? Jetzt hat das Gegner nicht eingesetzt, oder? Hä? Die Mission ist gar nicht ausgewählt. Ui, jetzt wird es gefährlich. Und das hat es jetzt schon als abgeschlossen. Jetzt sind die ganzen Gegner nicht rum gewesen. Das ist auch noch nie passiert. Komisch. Nicht richtig. Wo ist das Geld? Die ganzen Leichen, die sie da wollen. Schwinde Busse.
Die geht es mal nicht auf. Ich beschwere mich nicht, das ist so einfacher. Okay, was ist das Ziel? Finde und zerstöre die Verklappungskerne. Wasser mit giftigem Schlamm werden verladen. Fässer mit giftigem Schlamm werden verladen und draußen auf dem Wasser über Bord gekippt. Ja, das machen wir natürlich. Das ist gerade ganz in der Nähe. Schade, aber geht es nicht mit dem Auto? Speicher in der Garage, wie es mir mal gesagt hat. Oder ich weiss nicht, welche Garage. Wow, hey, hallo? Was sind denn das für Dinger? Extra Aufträge? Die zeigt es mir nicht an. Zurück schnell. Jawohl. Hauen wir sofort ab. Wir brauchen Hilfe! Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Gemeldet wurde ein männlicher Schwarzer mit einer Schusswaffe im Bezirk Barclay. Bitte eingreifen. Bevor sie mich sehen. Glück kommen sie aber nicht. Aber keine Muni mehr. Bin munitionslos. Eine Deckung. Nur noch 800 Stutz Schaden brauche ich. Ist da irgendwo eine Schussweste nicht? Da habe ich noch mal. Die da innen machen mir ein bisschen Sorgen. Die sehen mich doch. Kumpel, hast du das gehört? Komm. Die nehme ich. Da vorne kommt da ist schon noch einer. Da ist noch Wachposten. Zuerst möchte ich den geben. Der Brudi raus. Nein, genau dann kommt einer mehr.
Ich hab ihn! Den da lang! Das ist ja klar, genau in dem Moment. Du bist tot und merkst es nicht! Geht mir aus dem Weg! Sie kriegen alle! Schwein! Ich verschanz mich! Ich komm hier nicht weg! Schwein, Schwein! Hilfe! Nicht so! Da vorne Schweine um. Um die Ochse da. Ja, das gefällt dir. Was? Du schießt dich im falschen Ort, Herr. Ja! So eine Weste wäre langsam nicht verkehrt. Letzt. Ich will dich hier nicht mehr sehen! Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Ja, bleib mal da. Da! Lauf doch! Du. Kräftig Geld dabei. Aus der anderen schon wieder anrufen, dann ist schon wieder Geld auf die Seite tun. Okay, jetzt hat es da Fässer. Keine Ahnung. Was zeigt es mir da noch an? Okay. Wie versenkst du dich? Brennen die Dinger? Ah. Ja, logisch. Und da, wenn ich unten drin schieße, dann muss ich die Fässer schießen. Komisch. Ja, nur. Jupp. Wir sind kurz davor, das Viertel zu übernehmen. Zuerst der Müllboss. Das Viertel. Jetzt wäre einfach da mal wieder eine Schussweste gut. Jetzt kommst du zu gröberen Feiz. Die Leute einfach stehen, der liegt immer noch am Boden, da der Tod. Tschüss. Mhm. Wir haben noch nicht alles. Ich weiß zwar nicht mehr, aber ich mache es noch. Und noch mal Geld.
Das Repräsentantenhaus hat ein Komitee für unamerikanische Umtriebe eingerichtet. Sein Ziel ist es, festzustellen, ob die jüngsten Ausschreitungen beim Parteitag der Demokraten von radikalen kommunistischen Elementen initiiert worden waren. Die haben ja noch zu wenig, müssen so Kommunistenplakate abreißen. Aber was das soll bringen? Warum lenkt sie mit sie her? Das ist falsch, da. Voll schräg. Ich sehe noch so zwei, drei Typen, aber das ist der Fall noch mehr. So wenig Guards sind. Sich mit mir anzulegen ist nicht besonders clever, Kumpel. Komm, mal schauen. Das war ein großer Fehler, du Arschloch! Glaube so. Aber Geld hat's gekostet zum Sammeln, schade. Schade. Wärst du schon zufrieden mit einer Schussweste? Nein, echt? Nochmal einen mehr? Und wo das? Nein, es zeigt keinen mehr. Jetzt sehe ich keinen mehr. Ah, da oben ist dann noch der Flughafen. So wie ich das sehe, sollten wir alle Knarren haben. Waffe weg. Keine Verkappungskern mehr. Das Spiel. Ich kann nicht suchen, weil es keine mehr hat. Entschuldigung. Aber wer nicht aus dem Weg geht, ist selbst schuld. Dann lassen wir es halt. Reden mit mir Maria. Ja, da wäre eine Weste, aber da sind zu viel Gegner. Also. Bringen wir den Müll mal weg und schauen, dass wir das Quartier einnehmen.
mal ein selbstständig schnelles Auto. Nein! Das hat... Will ich dem wieder reingefahren, echt? Alle Einheiten Verfolgung aufnehmen. Ey, ich hört mich mal. Jetzt lässt es mich da nicht rein zu ihr. Da ist irgendein Smellteil. Ui, ein Saal hängen wir her. Was irgendwie. Einfallen. Oh. Kann ich da drüber? Natürlich nicht. Oh schön, dann habe ich es nicht gerade umgebracht. Sehr gut. Hören Sie schon auf mit der Verfolgung, während dem ich noch... Ja, sage jetzt nichts. Komisches Spiel. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu Tode erschreckt. Hey. Annehmen. Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint Sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Pat. Das ist doch noch... Gesundheitskasten. Jetzt fehlt nur noch eine Weste. Hey there, new Bordeaux! It's your Uncle Lou. What are you doing this weekend? Bring the fire. Aber wieder dort, wo wir schon mal waren. Das ist immer, dass die da die Location von der ersten Mission. Take your receipts over to Big Mouse for half off your first drink order. Punch. So ein schnelles Auto muss ich schon gleich da. Mafia braucht einen schnellen Untersatz. Ich habe auch ein Zürich-Lager gesprengt. Einmal ist noch weiter. Dasselbe mit mehr Leuten. Die Weste ist da leider sehr mühsam, zuvorderst vorne. Nicht für mich, für Mary. Schau doch mal im Tierheim vorbei. Ist da jemand? Nicht irgendeinen Hund. Muss schon reinrassig sein. Der hat das natürlich gesehen. Was ist der Käse jetzt gerade? Verdammter Mist, suche hier rüber! Hey, er ist hier drüben! Der ist der Kerl! Ich denke hier rein, Leute! Stirb! Der Krieg! Nein, nicht Telefon! Da ist aber noch ein anderer, der geht telefonieren. Leider, leider. Nein.
sie treffen die da vorne auf, perfekt. Aber sobald da irgendetwas im Weg ist, no chance. Und der Schrothänger. Again. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, komm. Ihr macht mir Angst. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Und das ist wieder eine davon. Jetzt er hat's mit der Angst bekommen. Zeig dich um. Ich sage... Sieht mir irgendwie einen Shit. Es schießt wieder drinnen durch. Mama mia, jetzt erst soll der erste Streifen lassen. Mal von selber erholen. Und dann erst das Adrenalin brauchen. Komm, schnell mach auf. Du musst gestresst fühlen, aber... Voilà. Schiessest du da um und geh her. Warum kann ich nicht mehr schiessen? Das ist wieder so... Hey! Ich nicht mehr können schiessen. Das killt dich dann verdammt viel, wenn das passiert. So ein Shit, jetzt ist die Weste schon wieder weg. Fuck off, Zeig mir's auf zum Teil nochmal. Dort weit hin ist einer. Dort oben auch. Muss ich hin mit der. Ich sehe nichts. Bitte ja, kein Bug oder so.
Schon mal wieder einen. Sehr gut. Auf der Suche, Sirene. Wow, da sind noch hure viel. Es gibt nur begrenzt Plätze, sich zu ver... Ja. Er ist hier! Tötet ihn! Finale! Es sind immer noch drei. So. So, jetzt da. Nein! Ich schaffe es nicht, das Molotov mal richtig zu schmeißen. Chief Heimer. Gut. Arbeite für mich und alles bleibt einfach. Wenn nicht, wird es hier ganz schnell ungemütlich. Okay, was immer du sagst, Mann. Siehst du, wie leicht das war? Jupp. Jetzt geht's vorwärts. Schick, wenn immer du kannst, nach Barkley Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Meine Leute können den Bezirk im Halbschlaf sichern. Das ist kein Problem. Das wird's erst, wenn du bei unserem nächsten Treffen versuchst, ihn uns wegzunehmen. Das würde ja noch zu unseren Gegner. Bei den Ermittlungen kam es von Anfang an zu Schlampereien. Die Polizei wollte uns unbedingt raushalten, aber das war nicht das Schlimmste. Irgendwer ist in unser Büro eingebrochen und hat nicht nur unsere ganzen Akten geklaut, sondern auch fast unser ganzes Abhörequipment. Wäre ich. Unser Kollege da, der CIA-Typ. Jetzt haben wir wieder jede Menge. Es wird ging schlimmer. Aber hier müssen wir jetzt erst den Typ noch holen. Quartier violett wird, oder? Ja. Lieutenant, der Leutnant. Kugelwäsche.
ziehen. Die gehen auch vor mir. Was, warum muss ich hierher? Halt, halt. Ah, der gibt mir die Infos, wo ich den Leutnant finde. Kakade auf! Kakade auf! Gott nochmal! Fast hätte ich dich umgenietet. Jetzt sind wir quitt. Du blödes Arschloch. Lass uns Enzo anrufen. Okay. Hier ist die Nummer. Ja. Yeah. Du hast Buckley Mills verloren. Das war's. Verflucht, wer ist der? Warte. Du hast echt Nerven, mich anzurufen. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Ich weiß sehr genau, wer du bist, Enzo. Ein Mafia-Lieutenant, der gerade seinen Bezirk verloren hat. Wahrscheinlich begräbt Marcano dich genau neben Michael Greco. Du feiger Hund, wenn du mich tot willst, sei ein Mann und tu es selber. Ich will dich nicht töten, Enzo. Ich will dir einen Deal vorschlagen. Einen Deal? Scheiße, Kleiner. Du solltest deinen Kopf untersuchen lassen. Du spuckst aus, wer hinter dem Casino-Bau steckt, und ich sehe zu, dass Marcano dir nicht deinen Ithaca-Arsch aufreißt, klar? Und wieso sollte ich dir glauben, dass du mich vor Marcano beschützen kannst? Guck dich doch jetzt an. Wir treffen uns im Steinbruch. Das nächste Mal male ich dich an, wenn du schläfst. Leck mich am Arsch. Das ist ein Fall. Garantiert. Schalten wir den Leutnant aus. Ich muss was von der Kohle loswerden in Ordnung. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Hä? Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Hallo. Wehe, du verlierst das. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Oh. Wo ist der da? Hat mir doch hier gerade angezeigt, dass da, das ist im Gebäude nebendran. Das sollte auch nicht total unvorbereitet herfahren. Er tut nicht viel dergleichen. Doch. Ups, falsch.
Oder wenigstens anständige Bremse. Oh, jetzt auch wieder ein Medipack. So.